Du wirst den Geisterfahrer nur mit härtesten Mitteln aufhalten können. Dafür werden wir jetzt wahrscheinlich mal ins Schaffen kommen. Und so langsam geht man die Musik auf den Deckel. Okay, ihr seid gleich dran. Ich bin mir doch schon ganz ruhig geworden, weil ich bin so genervt und müde fallen. Der stillt nicht. Aber ihr seht, das ist deutlich einfacher. Achtung, in eurer Fahrtrichtung hat es einen Unfall gegeben. Beeilt euch, ihr habt schon wieder einen Unfall gebaut. Finde ich gut. Immerhin, hier muss man nicht alle Arbeit allein tun, hier fährt auch der Gegenverkehr in einem Rad. Achtung, in eurer Fahrtrichtung hat es einen Unfall gegeben. Können wir den jetzt nicht einfach aus dem Auto zerren? Hey, du sollst die Unfallquote verringern, nicht erhöhen. Na, ich will sie aber erhöhen, ey. Hier mal gar nicht los, Fahrer. Sei ruhig, er hat schon wieder einen Unfall gebaut. Oh, das ist jetzt das wichtigste Ereignis. Und es fliegt noch alles um uns herum in die Luft. In eurer Fahrtrichtung hat es einen Unfall gegeben. Ah, das schaffen wir. Musste das sein? Ja, das musste sein, oder willst du den Job hier machen? Jetzt bin ich langsam müde. Okay, Selbstzerstörung. 100 Punkte. So. So, nur noch 3 Missionen, die ich zu erledigen habe. Die Polizeistation in die Luft sprengen. Halte sie mit allen Mitteln auf. Und jetzt haben wir 3 Wagen zu zerstören. Geil, ey. Das ist meine Lieblingsmission, weil da kannst du dich super schön Mission abbauen. Da habt ihr ja schon mal angeklopft. So. Okay, 2 Stunden 3 sind angegriffen. Und, immer auf den vordersten. Er geht einfach nicht auf. Jetzt haben wir bei 3 von 3 angeklopft. Ja, los. Spätestens jetzt wird der Fahrer tot. Beeilt euch, er hat schon wieder einen Unfall gebaut. Ich glaube, der ist beim Schrott. Jetzt gehen wir mal Gummi. Punktekonto der Jungs ist jetzt dreistellig. Ach schon! Ich habe schon gefragt, wann die Meldung nochmal kommt. Die habe ich heute gar nicht gehört. Und wir drehen die einfach mal um. Der nächste. Und Autohof geht jetzt gleich nach Abfahrt und raus. Sollen wir den mal nehmen? Oho! Also die nächste Abfahrt ab zum Autofriedhof. Ich glaube, ich hoffe, du hast ein dickes Fell. Hab ich.
Keine Sorge. Als YouTube-Let's Player hat man das natürlich. So, alle drei Wagen sind noch im Rennen. Aber alle drei sind schon mal beschädigt. Finde ich das toll. Das Punktekonto der Jungs ist jetzt dreistellig. Das warst du vorher schon. Dreistellig hast, das musst du auch erstmal schaffen. Oh, der LKW hat gerade seine Ladung verloren, kümmert den überhaupt nicht. Und jetzt müssen wir die Banane wieder einholen. Der Wagen ist ganz schön angeschlagen. Ja, der Wagen fährt auch nicht mehr. Oh. Und haben es sogar noch ziemlich spektakulär weggehauen. Und der hat sich aber auch wieder einmal befasst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn die so weiterfahren, kracht es noch ganz gewaltig. Hat es doch schon. Also, manchmal, das regt mich auch langsam an, diese. Wow, der explodiert. Und ist er explodiert? Nö. Er ist auch gleich Geschichte, der Raser da vorne. Der Wagen ist ganz schön angeschlagen. Ja, noch nicht ganz. Aber gleich. Jetzt nehmen wir mal Gummi. Beeilt euch, er hat schon wieder einen Unfall gebaut. Da kommt einer. Ernsthaft, normalerweise willst du die einfach aus dem Auto zerren und dann. Ich gebe mal ein bisschen Gas, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Was macht denn der da vorne? Die fahren wie der Teufel. Juhu! Da fahren sie dann sogar noch besser wie ich. Scheiße! Kannst du gar noch schaffen. Nee, nicht mit mir, Junge. Hey, du hast die Unfallquote verringert, nicht erhöhen. Na komm schon. Fahrende Frack. Oh scheiße, da hinten sehe ich schon blinken. Da müssen wir nämlich gleich raus. Dein Fahrstil ist echt mörderisch. Ich hoffe, du hast ein dickes Fell. Oh scheiße, da hinten ist die Ziele. Nein! Nein, 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 nein! Einsatz abbrechen. Meldet euch im Büro der Chefin. Das gibt's doch jetzt nicht mehr, ist doch explodiert. Oh Mann, immer so knappe Sache, ey. Das regt mich doch mal auf, ey. Eigentlich hatte ich gedacht, das wird ein Run-Through, was das eigentlich auch ist. Dann einfach mal so jede Mission einmal spielen und das war's. Eigentlich war es das ja. Das darf ich trotzdem auch so oft machen. Das ist jetzt eigentlich Let's Play für Kopf Live. Wir spielen. Da haben wir ja schon mal angekloppt. Ich freue mich auch immer wieder bei Kritik. Das kriegt man vor allen Dingen hauptsächlich in der Schule. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich sag öfters so, ja, herzlich willkommen und jetzt spielen wir Let's Play. Ja gut, es ist doppelt gemoppelt. Da muss ich einfach meine Anzeige-Stil einfach mal nochmal optimieren. Trotzdem vielen Dank für die Kritik. Ich bin auch immer offen für Kritik. Schreibt sie mir doch einfach unter diese Kommentare. Unter diese Kommentarbox. Na, weg mit dir.
Okay. Jetzt war mal früher angekloppt. Ey, runter von mir! Musste das sein? Ja, komm schon, das war spektakulär. Jetzt habe ich zwei von mir. Irgendwann Hubschrauber, ziemlich tief. Er hat schon wieder einen Unfall gebaut. Ja, toll. Den schaffen wir, den schaffen wir, den schaffen wir, den schaffen wir. Wir beschleunigen weiter. Okay, ich glaube, diesmal ist es sogar besser. Wenn die so weiterfahren, kracht es noch ganz gewaltig. Ja, ich glaube, dieses Mal ist es besser. Ich meine, der eine ist ja schon fast kaputt, das ist der hier. Ich meine, der ist halt auch schon ziemlich stark beschäftigt dieses Mal. Er geht einfach nicht auf. 50%, diesmal schaffen wir es. Das ist jetzt eine Garantie. So rein von der Prozentzahl hätten wir jetzt schon. Ja, der ist weg. So, jetzt haben wir noch zwei Autos im Rennen. Auf die Hälfte der Strecke. Das ist nur. Aber ich weiß auch nicht, warum habe ich es vorhin nicht geschafft. Ich spiele es doch jetzt mal Lieblingsstrecke hier. Ich weiß auch nicht, wieso. Spiel ich es mal vielleicht. Verringert, nicht erhöhen. Vielleicht. Hektar. Die 14% schaffen das auch noch. Naja, wenn wir noch hinterherkommen. Die fahren wie der Teufel. Die? Ist doch noch einer. Yay! Hohoho! Achtung, wie sieht mein Auto aus? Ach man, oh. Aber vielleicht sieht man es ja. Geil. Der Krankenwagen nur drauf gedasht ist. So. Ausgezeichnet.